herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Fühlmir-Kanal. Was geht ab? Leute, heute geht es weiter mit der Piggy-Story. Wir sind angekommen heute bei Kapitel 2 im Keller. Und bevor das Video jetzt startet, bevor unsere Geschichte jetzt weitergeht, haben wir natürlich wieder was mit euch zu klären. Das wäre was, Mädels? Falls ihr euch unwohl fühlt bei gruseligen Inhalten, ne, dann ist das Video vielleicht nicht unbedingt so für euch geeignet. Dann schaut euch vielleicht ein anderes an oder am besten lasst ihr das Video einfach einmal kurz probeschauen von jemandem, der euch gut kennt. Ansonsten, falls ihr da überhaupt nicht empfindlich seid, dann sollte das kein Problem sein. Genau. Und natürlich, es ist alles gespielt. Ihr braucht keine Angst haben. Claudio ist nicht verschwunden. Claudio ist sogar gerade hinter der Kamera. Genau. Ne? Und es ist alles eine Geschichte, die wir für euch spielen. Eine etwas gruselige Geschichte. Na, alles weiterhin von dieser Roblox-Piggy-Story. Und das mit unserer etwas eigenen Interpretation. Aber was Bianca und Dan ja auch schon gesagt haben, lasst es gerne Probe schauen. Oder wenn ihr sowas nicht gerne sehen möchtet, dann könnt ihr auch einfach ein anderes Video schauen. Überhaupt kein Problem. Und jetzt geht es mit der Geschichte los. Viel Spaß. Viel Spaß. Danja, Bianca und Khan sind endlich entkommen. Oder doch nicht? Oh nein, oh nein, oh nein. Es geht immer noch weiter. Ein Albtraum. Boah, ist das hell. Was? Sind wir jetzt raus? Ey, wo sind wir? Ey, meine Augen, ey. Oh, wo wir sind, bitte. Ey, was ist das hier? Drück auf Notfall, drück auf Notfall. Nein, 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 warte, 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 warte. Ich wollte auf Notfall drücken und dann irgendwas wieder passiert. Warte, wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Ich wollte einfach nur raus. Ich wollte einfach nur raus. Ich bin nach Hause, Mann. Ich hab mir keine Lust. Und warum haben wir andere Klamotten auf einmal an? Kannst du mir das mal kurz erklären? Keine Ahnung. Nee, langsam krieg ich echt zu viel mehr bei dieser Sache. Ey, ich glaube, das ist ein bisschen irgendwie so ein Portal oder so. Ja, aber ich dachte, wir wären dann raus. Ich weiß nicht. Du versuchst doch halt da. Lass mal raus. Nein, nein, nein. Okay, okay. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Bianca, gehst du ein bisschen auf? Sei vorsichtig. Ich will hier raus. Ja, wir auch, aber ganz chillig. Wie kommen wir jetzt in diesen Keller hier, in diesen Riesenkeller? Ich hab keine Ahnung. Ey, Leute, vielleicht haben wir irgendeine Zeitreise oder so gemacht. Ich meine, wir haben andere... Ist das eine Zeitreise? Wir haben andere Klamotten an und... ja, es ist das einzig... Es ist auch egal. Es ist tatsächlich sogar das einzig Logische in diesem ganzen Unlogischen. Ja, komm, wir müssen... Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Warte, guck mal, was ich wieder gefunden habe. Ich hab das Gefühl, und... Bianca, Danja. Ach, hört ihr das? Das? Hört ihr das? Oh. Claudio! Claudio! Findet den orangenen Schlüssel. Was? Einen orangenen Schlüssel? Orangenen Schlüssel. Ich hab... Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, ob das seine Challenge oder so ist, aber ich verstehe auch nicht, wie wir hier hingekommen Boah, sind. Khan, ich hab dir schon mal gesagt, das ist keine Challenge. Ja, aber, hier läuft irgendwas richtig. Aber ich hab das Gefühl, wir müssen wieder irgendein Rätsel lösen, habe ich das Gefühl. Ja, offensichtlich. Geht das an? Entspann dich doch mal. Ja, wo ist denn überhaupt da? Hallo, nur weil du heute Keller, entspann dich doch mal. Nur weil du heute noch nichts gegessen hast, also bleib ruhig. Hey, jetzt mal ganz ruhig, ja? Wir müssen jetzt erstmal Claudio helfen, weil der scheint irgendwie, glaube ich, in Gefahr zu sein. Also... Was ist das? Was ist das? Ja. Sei vorsichtig, bitte, bitte, sei vorsichtig. Sei vor... Warte! Das ist ein Schloss. Ja, sei vorsichtig! Das ist ein Schloss. Boah, geht natürlich nicht auf. Ja, ist doch klar. Das ist, ja, Zahlencode. Ja, dann lass Zahlencode, Zahlencode, Zahlencode. Keine Ahnung. Das wird bestimmt nicht so einfach laufen. Ja, 1, 2, 3, 4 wird es nicht sein, ne? Okay, orangener Schlüssel. Ich, mit der, ja, mit diesem Ding brauchen wir auch noch irgendwie. Wir brauchen Batterien dafür. Ja, guck, lass uns jetzt gucken. Okay, warte, ich guck mal nach dem Schlüssel. Habt ihr das gehört? Oh, nicht schon wieder. Wollen wir uns vielleicht verstecken kurz? Ich weiß nicht. Nein, nein, ich suche jetzt nach. Warte, ich suche nach dem Schlüssel. Ich suche nach dem Schlüssel. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt, ne, Leute? Wir müssen Claudio helfen und ich will hier einfach. Ich will nur noch nach Hause. Echt? Ich... Leute! Was? 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 Ich hab zwei Schlüssel gefunden, aber die sind nicht orange. Das sind blaue Schlüssel. Ja, hast du irgendwo ein blaues Schloss gesehen? Nein, aber ey, ich versuch doch nur noch uns zu helfen! Nee, ja, beruhigt euch mal. Streitet nicht, Mann. Ich hab dafür echt keine Nerven, ganz ehrlich. Okay. Was für eine Farbe war das jetzt? Das war blau. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich verschiedene Farben einfach ja, haben. Ja, wir müssen jetzt einen orangen Schlüssel finden. Ich suche weiter. Ja, lass wir gucken hier. Leute, die Geräusche hier machen mich wahnsinnig, ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch sehr laut. Ich finde hier einfach nicht. Hier ist kein orangener Schlüssel. Leute, komm mal her. Hat jemand einen gelben Schlüssel zufällig? Nein, ich habe einen blauen, aber vielleicht ist das auch nur... Warte, können wir nicht den blauen einmal kurz versuchen? Nein. Ich versuche den blauen. Ich versuche den blauen. Nein, Leute, natürlich guck mal, nicht. Da ist eine Tür. Wollen wir vielleicht versuchen, durch die Tür erstmal rauszugehen? Du denkst doch nicht wirklich, dass die Tür einfach auf ja, ist. Ja, versuch es. Versuch es, ja, versuch es, Bianca. Versuch es ruhig. Ey, dass sie auch immer denkt, dass wir so einfach entkommen können. Und? Ist die offen? Und? Nein!
Plan nicht. Claudio hat uns gesagt, wir sollen jetzt erstmal den orangenen Schlüssel finden. Und ich wäre auch dafür, dass wir erstmal uns auch daran halten. Ja, dann lass weiter suchen. Ich will hier raus. Ganz hat jemand einen gelben Schlüssel gefunden? Nein. Such weiter. Los, such weiter. Such weiter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich will hier raus. Es ist ein gruseliger Keller. Und oh, immer diese Geräusche. Mann! Warte. Was ist? Ich glaube, hier ist... Ah, hier sind, was? Hier sind Spinnen. Du schaffst das, los. Ich glaube nicht, Bianca. Oh. Ich hab den gelben Schlüssel, ich glaube, wir können. Okay, ich glaube, okay, das passt. Okay, los, okay. Mach auf. Los. Jetzt mach. Was ist das? Oh, Leute, seid ruhig. Oh, ich hasse das. Alles wegen Claudio. Oh, Kahn, oh Gott. Ich krieg einen Anfall. Was ist denn das? Beeilt euch bitte, ich sende euch Hilfe. Claudio? Ist er hier? Leute, wir müssen den orangenen Schlüssel einfach finden. Wir müssen es einfach. Kommt raus! Wir müssen... Ey! Ey, was ist da rausgekommen? Wo ist dieser Ballon hergekommen? Ey, hört auf, das erinnert mich gerade voll an einen Horrorfilm. Leute, ich sag's euch. Ja, wir sind hier sowieso in einem Horrorfilm. Jetzt... Kannst du mal bitte gucken? Warte. Bitte guck, ob da irgendwas ist. Ich krieg hier gleich einen Zustand. Da ist nichts. Da ist der Ballon einfach nur rausgekommen. Leute, ey, ich bin nach Hause. Das letzte Mal hatten wir doch auch Ballons und da war doch was Hilfreiches drin, oder? Meinst du, wir kommen den irgendwie. Warte. Pass auf, nicht, dass da irgendwas drin ist oder so. Knoten auf. Du kannst doch nicht mal selber einen Knoten machen, dann kriegst du den. Du bist das auf einmal gerade so ruhig. Nein, schnell ernst. Seid ruhig. Ruhe. Was ist das Ding jetzt wieder? Nein, das war doch Claudio, verstehst du es nicht? Das ja, war Claudio, der uns war dieses Ding. Ja, aber wir müssen hier raus. Das Ding verfolgt uns bestimmt. Guck mal, was ich gefunden habe. Und das ist eine. Herzlichen Glückwunsch. Das sollen wir jetzt. Vielleicht brauchen wir auch nur eine. Wir sind jetzt mit einer Lampe, ganz ehrlich. Habt ihr jetzt mal das Schloss aufgemacht? Das liegt immer noch hier rum, Leute. Ja, wir brauchen drei. Ist der blaue Schlüssel? Ja. Der blaue Schlüssel. Ey, was ist, wenn Claudio irgendwas zustößt, ey? Da ist nichts. Hier ist nichts. Wir machen ein Reißverschluss. Okay. Was ist das? Was ist das? Guckt euch das mal lieber an. Ist das so eine Zauberbox oder so? Guck mal, da ist auch irgendwas. Ja, aber dafür haben wir den Zahlencode noch nicht. Bevor wir die Sachen gleich verlieren, packe ich sie einfach dahin und... Ich höre nichts. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Soll ich das mal aufmachen? Ich mach's auf. Versuch's. Mach's auf. Ja, da kann ja nichts drin sein. Das kann einfach nur eine Botschaft sein. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht von Claudio. Vielleicht steht da auch drin, wie wir das irgendwie machen müssen. Wir brauchen auch die anderen Ballons. Habt ihr das gehört? Das war der Wind, sehr spannend. Komm. Ich komme mir total beobachtet vor, ganz ehrlich. Ja, wir werden ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit beobachtet. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum wir wieder in der Schule sind, aber wir haben das Periodensystem der Elemente hier. Das muss irgendein Code sein. Ja, mach mal das Ding jetzt hier okay, auf. Okay, wir haben hier, guck mal, hier ist auch was. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. BR, HG, ist das vielleicht? Aber ich gehe mal von euch weg, damit das nicht... Ja, okay. Ja, was? Warte mal, stopp. Bevor was? Du das Ding aufmachst, was ist, wenn jetzt hier irgendwas... Nein. Ja, ich mach's auf. Pass auf, mach's bitte auf. Dann ja. Pass bitte auf. Diese Geräusche, ja. Das Ding da macht mich fertig, ne? Okay. Ist ein Zettel dran. Okay. Ist vielleicht eine Botschaft von... Keine Botschaft. Gar keine Botschaft. Toll. Die Lampe. Wo ist die Lampe? Hier, bei mir. Ja, aber die geht ja nicht. Ach, meinst du vielleicht... Ja, aber habt ihr weitere Ballons hier gesehen? Ich nicht. Du hast auch eine Batterie reingetan. Ja, aber dafür brauchen wir drei. Verstehst du es nicht? Ja, genau. Darüber würde ich auch lachen, wenn ich jetzt lachen könnte. Wir müssen weitere Ballons suchen. Los. Such weitere Ballons. Los! Leute, was soll ich hier dabei haben? Wartet erstmal, ob dort jemand ist. Hört ihr das? Habt ihr das gehört? Da war jemand an der Tür. Das war eine Tür. Aber hier ist noch ein Ballon, warte. Nimm den Ballon und jetzt Tisch. Ja, hol den anderen Ballon, den du gesehen hast. Los! Ja, hol du den. Ich geh. Anja, los! Seid ruhig. Da war
war jemand. Das war so eine Maske. Ich hab's genau gesehen. Ohne Mist. Das war so eine... Ja, ey, Leute, entspannt Leute, euch doch mal. Nein, ich kann mich nicht entspannen. Das war so eine Schweinsmaske. Ich hab's genau gesehen. Du übertreibst direkt. Du hast es nicht gesehen. Ich hab's gesehen. Hier, kommt erst mal. Da ist keiner mehr. Du musst das jetzt, lass das gleichzeitig machen. 3, 2, 1 und... Da, ey. Guck, ist da jemand? Ich komme mir total beobachtet vor. Komm, mach jetzt, los. Ab, sind da Batterien gewesen? Ja. Ja, dann. Wo ist dein Zettel? Den hast du? Ist bei mir. Okay, beeil dich. Jetzt hört auf, ihr macht mich auch schon ganz nervös. Wo ist dein Zettel? Den hat Kahn. Bei mir. Entspannt euch. Ja, ich entspanne mich. Natürlich. Soll ich mir noch einen Drink holen gehen? Ja, das ist ja alles drin eigentlich. Okay. Oh. Endlich funktioniert mal irgendwas. Was steht hier? Helft Claudio schnell. Hat der Strich hier was zu bedeuten? Ist auf der Rückseite was? Nein. Ich sag's doch. Ey, wir müssen Claudio unbedingt... Okay, warte, stopp. Gib mir das Ding her. Guck dir mal die Buchstaben an. Sind das nicht die Abkürzung ja, für die Elemente? Das ist groß geschrieben. Das ist H-E. Das ist Helium, glaube ich. Ja, ist Helium. Okay. Die Ordnungszahl von Helium ist... Kann jemand... Nimm mal die Box. Du machst es hier rein. Ich habe eine Idee. Du gehst jetzt die so. Zahlen, die eigentlich dir sagen. Ja. Okay. 2. 6. Ist das kalt? Nee. Ja. Kohlenstoff. Ja. Ja. Und SC ist auch groß geschrieben. Siehst du SC hier irgendwo? Da. 21. Versuch's mal. Claudio, keine Sorge. Ich hab Angst. Ja, jetzt mach, versuch's. Geht das dann auf? Hier. Okay, es ist auf. Jackpot! Kommen wir jetzt hier raus? Ja, aber hier ist doch gar kein Schloss. Wie kommen wir jetzt raus? Nicht dein Ernst. Was ist, wenn wir wieder in den Fahrstuhl gehen? Lass uns in den Fahrstuhl gehen. Vielleicht kommen wir durch den Fahrstuhl wieder nach oben. Okay, los. Rein. Oh Gott! Los! Kann, beeil dich, beeil dich! Es kommt! Kahn, Danja und Bianca konnten in letzter Sekunde entkommen. Aber wohin führt eigentlich dieser Fahrstuhl? Das erfahrt ihr im nächsten Video.